Jetzt fasse ich mal nochmal den Barb zusammen, ja? Ich zeige euch jetzt mal alle Items und mache eine kleine Zusammenfassung. Also das Amu hier, das habe ich für 50 Millionen gestern Amu, Schulter. Habe ich für 50 Millionen gestern gekauft. Es hat schön viel Vita und auch ein bisschen physischer Widerstand gegen Reflect, gut, physischer Widerstand und schön viel Vita, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass der zu wenig Vita hat, weil er als Paragon 0 startet. Dann habe ich hier diesen Kopfschutz, den habe ich gestern gesniped. 8% Attack Speed reichen uns. Mit Sammelradius und 80 Widerständen ist auch super nett. Das Ammo habe ich gekauft für 85 Millionen. Sieht vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so besonders aus, ist aber deswegen so gut, weil es so einen hohen Average Damage hat und so viel Stärke. Ich habe es gestern, wer gestern dabei war, als ich es gekauft habe, ich habe lange verglichen und geguckt und das Ammo ist wirklich schön. Und das macht eine Menge Damage. Wenn man jetzt mein Ammo gesehen hat, okay. Aber der Average Damage hier, wie gesagt, der ist sehr wichtig. Und den darf man nicht unterschätzen. Ja, der hat hier, wenn ich 51 Average Damage drauf. So, das diese Brustschutz, den habe ich gerade eben ja gesniped für 150 Millionen. Schön viel Stärke und die Vita reicht aus. Und es ist auch ganz nett, für 150 Millionen die IK-Brust zu kaufen, weil ab das sind genau ungefähr so die Preise, wo die IK-Brust, die IK-Brustschütze richtig schön werden, wie man hier auch sieht. Schön viel Stärke, Vita. Gut. Diesen Handschuh hier, ja, der wirklich geil ist, habe ich für 150 Millionen gesniped. Das war schon vor 3 Tagen oder 4 Tagen. Hatte ich eigentlich auch zum Traden mir gekauft, aber dann kam er mit dem Barb und wir haben es ins Budget reinbekommen. Ach so, ja genau, die Brust hat 175 Millionen gekostet, ja. Und die haben 150 gekostet. Ja, was soll man noch zu sagen? Echt, also ich finde die sehr, sehr schön, ist genau, was man braucht. Und sie haben auch 10 Crit Chance und 8 Attack Speed, was ganz nett ist. Dann habe ich diese Armschienen gekauft für, ich muss nachgucken, für 55 Millionen Widerstände, 9 Attack Speed, Crit Chance und Vita. Ja, also ich finde es schön, wie gesagt, wir brauchen die Vita, damit er genug, also Vita hat, damit er genug Leben hat zu den 500 Resis. Also deswegen habe ich die mit Vita geholt und dadurch Vergleich, also diese hier mit Stärke würden ungefähr 150 Millionen kosten. Oder zumindest über 120 Millionen. Und so kriegt man halt, wenn man Vita statt Stärke nimmt, echt ganz schöne für 55 Millionen. Dann habe ich diesen IK-Gürtel, IK-Gürtel, diese Geisterstunde gekauft. Die hat gekostet, ist auch schon ein bisschen her. Hatte ich eigentlich auch für mich gesniped, aber dann der Gürtel für 32 Millionen kann ich euch auch sonst empfehlen. Also bei Witching Hours, wenn ihr da Rüstung statt Widerstände nehmt, ja, 205 Rüstung sind 20 Widerstände. Es ist deutlich billiger. Also wenn ihr die mit 20 Widerständen kauft, 170 Stärke und 9 Attack Speed, bezahlt ihr deutlich mehr. Und ja. Da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. 9 Attack Speed ist schön und schön viel Stärke. Und ja. Diesen Ring, den habe ich für 16 Millionen gekauft. Ist wunderbar. Ja, mit 9 Attack Speed und auch über 4 Crit Chance, Stärke, Average Damage, genau was wir wollen. Der hier ist fast derselbe, 18 Millionen, auch sehr billig, finde ich. Ihr könnt ja mal gucken im AHA, also waren beides auch eigentlich wieder Snipes zum Traden, aber haben halt perfekt hier zugepasst. Dann habe ich diesen Inas Mäßigung heute Nacht gesniped. Über die Downtime vom Patch habe ich ein Gebot drauf gemacht. 35 Millionen.
mit 9 Attack Speed. Wenn man da ein bisschen mehr guckt, kriegt man bestimmt auch nochmal für 35 Millionen solche. Aber ich fand es sehr billig. Und Widerstände auf Inas finde ich am besten, besonders in Kombination mit einer Witching Hour, weil man dann, ja, weil man, wenn ich da jetzt nicht Widerstände drauf hätte, sondern Stärke, dann wären wir nur bei, dann hätten wir ein bisschen wenig Widerstände. Und dann habe ich diese hier gekauft, Eiskletterer, für 22 Millionen. Mit Sammelradius, Stärke, Vita, finde ich auch wunderbar. Und dann habe ich diese schallende Wut, die habe ich schon vor einem Monat circa. In Voraussicht auf diesen Patch, dass, wie gesagt, man nur noch 3% Life Leech braucht und viele dadurch ihre Life Leech Waffen ausziehen werden. Und man hat es ja schon in den letzten Wochen gemerkt, wie viel Life Leech Waffen im AH waren. Jeder, der im AH geguckt hat, hat es gemerkt. Ja, viele haben die vorher schon verkauft. Und dadurch, im Gegenzug, steigen solche Waffen halt, so zu schallen, also eine Warte mal, mein... Bin ich noch online? Ja. Solche Echoing Fury steigen halt jetzt im Preis, weil viele wollen solche. Wir haben eben geguckt, vergleichbare ging bei 200 Millionen los. Ich habe sie für 50, wie gesagt, ich habe selber nur 50 bezahlt. Sie hat wirklich wenig DPS. Also das ist das Einzige, was halt wenn ein bisschen schade ist. Sie hat nur 600 Average Damage. Nicht mal. Was natürlich den Paper-DPS extrem nach unten zieht. Ja, wirklich extrem. Wenn ich hier einfach eine mit 40 Crit-Schaden genommen hätte, aber dafür 1000 DPS oder 980 DPS, dann hätte das den Paper-DPS ganz schön nach oben gebracht. Allerdings nicht den T-DPS. Und mir geht es, wie gesagt, immer darum, dass die Leute wirklich ordentlichen T-DPS haben. Und dann habe ich heute Morgen noch, direkt als der Patch rauskam, diese Axt für 88 Millionen gekauft, ja, gesniped, weil das war direkt nachdem der Patch abging, sehr schön, Stärke, Vita, Crit-Schaden und für eine Axt, eigentlich bin ich ja immer Verfechter von Streitkolben, aber für 88 Millionen, diese mit dem Waffenschaden, Streitkolben, war nicht drin in den letzten Tagen und vor allen Dingen mit den Werten, das hat 240 Base-Stats nochmal. Ja, fand ich sehr schön. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Hier sind nochmal die Details. Die Besonderheit an dem ist, dass er 11 Meter erhöhten Sammelradius hat. Also zwei Items, was sehr schön ist. Wer das kennt, weil man echt sich nicht mehr drum kümmern muss um Gold und so. Und wer eben gesehen hat, ich konnte ohne Life Leech farmen, sogar gegen Reflect, weil ich alle Heilkugeln immer sofort aufgenommen habe. Und sonst gibt es eigentlich ja, nicht viel zu sagen. 1000 Vita ist echt schön. Also, gerade weil er, wie gesagt, er Paragon 0 ist, ja, da muss er sich nicht so Sorgen machen am Anfang. Aber trotzdem, Kevlar, musst du schon ein bisschen aufpassen, dass du am Anfang bei Reflect-Gruppen, das wirst du sehen, dass du da ein bisschen aufpassen musst. Aber, naja. Ich finde es besser so, als hätten wir jetzt eine Offhand zum Beispiel mit Life Leech genommen. Nur weil du jetzt Paragon 0 bist und dann bist du Paragon 100 bist, hättest du die nicht mehr gebraucht. Deswegen finde ich so besser. Du wirst vielleicht ein bisschen Probleme kriegen. Wenn es zu viel wird, dann pack dir zwei Amethysten irgendwie rein, dass du dein Leben noch erhöhst. Ja, aber sollte passen. Gut, Kevlar. Ging auch schneller, wie gesagt. Das Gesamtbudget sind, ich drück nochmal nach,
980 Millionen, das heißt, du kriegst 20 wieder. Ja, ich gebe dir erstmal das Gear. Achso, die beiden Crit-Steine, die brauche ich wieder. Kevlar, die habe ich jetzt vergessen abzumachen. Du hast ja von deinem Demon Hunter zwei. Oder mindestens zwei. Die sind noch von mir. Und du kriegst wieder 21 Millionen. Und wie gesagt, ja. Ich glaube, es ist echt nice geworden, finde ich. Thank you.